zusammen. Hallo an alle, die live zugucken und hallo an alle, die das auf YouTube jetzt nachträglich gucken. Wir machen weiter mit Final Fantasy VII. Beim letzten Mal haben wir hier in den Slums tatsächlich alle Nebenquests abgegrast. Alles erledigt. Zumindest alles, was ich gefunden habe. Aber ich glaube schon, dass es wirklich alles war. Wir sind jetzt hier in der Bar mit Tifa und den Guys. Und es sieht so aus, als würden sich unsere Wege jetzt trennen. Aber ich bin skeptisch, weil Tifa offiziell noch in unserem Team ist und dieses nicht verlassen hat. Das ist verdächtig. Moment mal. Kann ich hier speichern? Es gibt einen Schnellspeicher. Schnellspeicher! Also so richtig schnell ist es nicht. Aber man kommt vom Start, also von dem Menü, direkt ins Speichermenü, ohne dass ich da runtergehen muss. Naja gut, das ist eigentlich auch schon wurscht. Na dann, tschüss, Leute. Ah ja, stimmt, ich habe sie ganz vergessen. Es sind nicht nur Tifa und die Boys. Es sind Tifa und Sida und die Boys. Wir reden später. Jessie, genau. Bench und Dench. Na dann, tschüss. Ich gehe jetzt für immer. Wir sehen uns nie wieder. Spiel durchgespielt. Schnüffler. Von Shinra. Schnüffler. Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Hurri! Mann, unser Boss scheucht uns aber auch ganz schön rum. Nicht, dass er sich nicht erkenntlich zeigen würde. Was glotzt du so? Hast ein Problem? Ich finde es schön, dass die unterschiedlich heißen. Der dubiose Kerl und der suspekte Kerl und der verdächtige Kerl. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. Hi, Curly Fries. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Es ist immer eine gute Idee, mit bewaffneten Kerlen irgendwo in eine dunkle Hinterstraßenallee zu gehen, einfach so. Ich meine, andererseits, wenn man Cloud Strife ist, dann kann man sowas wirklich machen. Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Hier so Kleinkriminelle fressen wir zum Frühstück. Seh dich besser vor. Die Typen unser arbeiten Boss nicht ist nicht zimperlich. Komm ihm besser nicht in die Quere. Warum gehen wir denn so langsam? Du hängst nicht besonders an deinem Leben. Wir sind die Sprinttaste. Du gehst wenn man vor, sie mal braucht. Alles klar? Wär ich gefahren? Keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Ja, denn. Hier waren wir doch schon auf Rattenjagd. Und mehr oder weniger sind wir das jetzt immer noch. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Das soll ein Messer schön sein? Für euch. Das ist ein Messer. Also nach dem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Bring mich bitte nicht um! Du Drecksack! Tschüss! Ja, keinen kommt! Bis die Wasser. Guten sterben, ja. Na gut, dann gehe ich jetzt wahrscheinlich. Shinra wohl von Barrett. Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1.
Ab ins Bett und ausruhen. Ach so. Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich jetzt wahrscheinlich zurück und warne Barrett, aber gut. Aber was ist denn das für eine Frage, die er sich da stellt? Was wollen die nur von ihm? Ne, vielleicht wollen die irgendwie... Na, er hat immerhin gerade deren halbe Basis in die Luft gesprengt. Das könnte der Grund sein. Aber gut, gehen wir ins Bettchen. Die Typen waren in letzter Zeit... Nanu, wo ist denn die coole Omi, die hier immer Wache geschoben hat? Da bist du ja endlich! Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Ist das eigentlich Kettenhemd, was sie unter ihrer Rüstung anhat, oder Strickpulli? Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Strickpulli, oder? Gut, es geht um Folgendes. Na, also, aber es sieht nicht wie Metall aus, finde ich. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Egal. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache... muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Ist Sektor 7... Das ist da, wo Homer Simpson arbeitet, oder? Das ist die Anzahlung. Im Sektor 7G. Könnte schon sein, ne? So ein Crossover. Mit Beschwörermateria kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Aha, die Materia löst dabei eine Beschwörerleiste aus. Sobald sie voll ist, kann die Esper beschworen werden. Beschwörermateria werden in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur ein Material zur gleichen Zeit verwendet werden. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Kann ich das jetzt überhaupt in meine Waffe... Ah, der neue Slot ist plötzlich erschienen. Okay, na dann. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, ich habe gar nicht so einen Slot. Ich kann Ifrit beschwören. Der sieht interessant aus. Ach, kämpft er in dem Teil richtig mit oder wie? Wie so ein Verbündeter für eine kurze Zeit oder so. Ha, naja, bin gespannt. Schauen wir uns mal an. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nichts einpacken, glaube ich, ehrlich gesagt, Jesse. Ich bin hier nur... Ich wohne hier im Grunde auf der öffentlichen Toilette, oder? Irgendwie schon. Da hat man irgendwie in dem Raum so ein kleines Bett reingestellt. Da hinten ist das Waschbecken und zwei so Klokabinen. Interessant. Naja, ich bin soweit. Ich habe alles. Ich habe ein Schwert, ich habe eine Hose. Was will ich mehr? Bist du bereit? Sowas von. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Erst sagt sie, wir müssen gleich los. Und jetzt soll ich abends zum Bahnhof. What? Wie denn jetzt? Was denn jetzt? Wenigstens stimmt der Lohn. Nämlich Tauben. Und Cloud sammelt Tauben. Das verwirrt mich irgendwie. Das sieht so aus, finde ich, da unten, diese Leiste links unten überm Ladebalken, als könnte man hier weiterschalten, dass man sich andere Tipps anguckt, aber ich wüsste nicht, wie. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Moped. Könnt ihr Gedanken lesen?
Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Und wenn jetzt Clouds Eltern noch leben würden, dürfte er nicht ihre Eltern besuchen mitkommen, weil, ihre Eltern hey, sehr eifersüchtig habt sind auf andere Eltern. Habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann oder so. Los, ihr Schnarchner! Voll das Vogel! Besser als nix! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ach, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Flügeln Schmetterlinge in den Bauch zauberst und ich ohnmächtig werde. Sieh nach vorn, dann wird mir nicht schlecht. Nicht wohl drauf. Na klar, freue ich mich darauf. Da steht, ich könnte. Meine Güte. Ein Distanzangriff machen, aber kann ich irgendwie gar nicht. Lüge. Okay, beschleunigen wir und hauen den. Du wirst gerade zu uns erfahren. Was für ein jetzt habe ich ihn anvisiert. Und was mache ich jetzt? Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Verstehe ich nicht. So weit kommt's noch. Ah! Jetzt verstehe ich das. Aber das geht nur ab und zu. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich das. Das ist cool. Das ist ein nett. Nettes Minigame, ne? Hast du dich etwa für mich sonst Zeug gelegt? Für uns alle. Danke. Sie kommen zu euch! Oh nein! Das könnte übel ausgehen! Was machen wir jetzt? Halt still! Ich beschleunige ja schon so gut ich kann! Jetzt weiß ich's. XCOM. Die sehen aus wie Advent-Soldaten. Die ganze Zeit überlege ich. Jetzt. Zurück.
Also ich will nicht kleinkariert sein, aber so wie der Tunnel gekrümmt ist, sind wir, glaube ich, hier einfach schon mehrmals im Kreis gefahren. Oder hat der eine leichte Steigung und das ist eine Spirale nach oben oder unten? Vielleicht, vielleicht. Also wenn dann nach oben, ne? Das könnte sein. Ich glaube, ich habe uns gerade geköpft, eigentlich. Ich bin voll gegen die Decke geknallt. Aber passt schon. Nichts passiert. Weiter so, springen den Beinen auf den Kopf. Ich will in den Kurven immer mitlenken, aber muss es gar nicht eigentlich. Ah, das wollte ich gar nicht. Aber einen habe ich erwischt, passt schon. Ich bin ja schon dabei, hey. Radikal! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf der Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Vergiss es! Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an! Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Loge! Ich bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hast ja doch! Deine höchste Stimme kommt bei mir an, Kleine! Herrlich! Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß! Es wäre so gut, wenn sie, Jesse, irgendeine Waffe mitgenommen hätte, eine Pistole oder so. Mensch, wären wir effektiv. Verdammt. Ich und du, schnell, Robin. Was macht der Typ? Er ist ja nicht drauf. Scheint ihn nur anzustatten. Ja, nicht übel. Sehr Potenzial. Und Liebe zum Motiv. Doch, no! Wärst du nur, statt das Waren zu leben! Mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Wow. Jetzt mischt sich Zeus ja auch noch ein, Mensch. Das ist nicht dein Kampf, Zeus. Geh zurück auf den Olymp. Das wird richtig gemacht. Es
glaube, er ist tot, Chip. Ich glaube, der ist nicht tot. Der kommt wieder. Aber er ist besiegt. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Sie hatte zum letzten Mal aufräumen. Möge der bessere triumphieren. Die ganze Zeit über eine Pistole in der Tasche. Nein, wie ist das? Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal. Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Gut gemacht! Dem hast du es gezeigt! Freut euch nicht zu früh! Weg hier, bevor die Verstärkung kommt! Bravourös, was? Gefahr! Das musst du mir nicht sagen. Willst du denn keine Belohnung? Nein. Nicht mehr ganz so das Großmaul. Von mir kannst du noch so einiges lernen. Sprachlos vor Bewunderung. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Woher kommt die Musik gerade? Ist das der Soundtrack vom Spiel wirklich? Oder läuft das Radio am Moped? Ich bin mir nicht sicher. Seltsamer Soundtrack. Ich glaube, das war das Moped-Radio. Jedes Moped sollte ein Radio haben. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit. Und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Ideologe sind aber im Japanischen wahrscheinlich auch anders, oder? Weil das hat gerade gar keinen Sinn gemacht, was die geredet haben. Oder? Die Brille ist zu eng für mich. Hübsche Augenringe klopft ihm aber auf den Bauch. Und dann hält er sich den Bauch und sagt, ja, ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Also ich weiß hier nicht, was das ergibt. Mit einem Zaubertrick rein. Was sind ich? Simsalabim! Wow, ich bin Magier. Anscheinend. Moment, hier ist auch eine Straße. Hätten wir mit unserem Moped nicht irgendwie auf die Straße hier fahren können? Oder sind die nicht verbunden oder so? Schon komisch. Sachen gibt's. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Aber dann kamen die Polo-Reaktoren. Und dann ging es uns noch besser. Na komm, Kleine. Weg ist er. Ach, da war eine Katze. Nicht fein genug. Entschuldigung, vielleicht war ich das. Ich habe die gar nicht gesehen. Ich wollte die nicht verscheuchen. Ich dachte, du guckst dir das Plakat an. Ja, aber sowas von. Mensch, ist das... Ist das... XCOM. Wie heißen sie?
Hydra. Nee, eben nicht. Advent. Warte mal. Advent XCOM. Ich guck mal, ich such mal ein Bild. Vielleicht kann ich es euch zeigen. Ich finde da nur gemoddete Bilder blöderweise, weil es für das Spiel einfach mehr Mods gibt als irgendwas anderes. Aber ja, könnt ihr mal gucken. Könnt ihr mal gucken. Sehr ähnlich, nur die drei Pünktchen sind anders. Okay. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Ich meine, ihr seid Ökoterroristen. Da weiß ich nicht, wie verdient ihr euer Geld eigentlich? Seht mal! Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Nö. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig. Geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer. Das ist das Zeichen. So viele Katzen in dem Spiel. Und vor allem so viele verschiedene Katzenmodelle sogar. Das finde ich cool. Na dann... Dicke Katzen, dünne Katzen, flauschige Katzen. Moment, liegt er bei dem Bett? Oh ja. Aber krank, das ist ein Krankenbett, ein Krankenzimmer, richtig. Okay. Krass. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Wenn ich jetzt durch die vordere gehe, es würde mich sehr interessieren. Aber nicht, dass ich dann Game Over bin und dann explodiert irgendwie das Universum und... Die Existenz wird ausgelöscht, so wie wir sie kennen. Das wäre blöd. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Ich hätte das Gespräch gern gehört noch. Ach, das siehst du schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Das ist ihr Vater. Der sieht ungefähr so alt aus wie sie, oder? Ich meine, wie alt ist sie denn? Der sieht aber nicht älter aus als 30. Naja, hat sich vielleicht gut gehalten. Fehlanzeige. Naja, 40 könnte er sein, wer weiß. Ich weiß es nicht. Es ist ein NPC-Nebencharakter. Die sind nicht so durchmodelliert, ne? Da weiß man es nicht. Ist genug für alle da. Jesse. Und James. Du bist ein echter Profi in Sachen Pizza geworden, Mama. Keine falsche Zurückhaltung.
weiß nicht, wo ich noch gucken soll, ehrlich gesagt, nach der ID. Ich könnte noch was vertragen. Hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht. Mann, Jesse, hast du es gut. Ach, liegt sie da auf dem Boden rum? Was? Nee. Ein Brief? Ein Brief. Lesen. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Frisch aus dem Ofen. Hauptrolle, Jesse. Was? Dieser knusprige Hans ist echt genial. Vielleicht, keine falsche Zurückhaltung. Vielleicht muss ich den Brief finden, bevor ich die mein Karte Vater finden kann. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Darf ich noch ein Stück? Achso, ich weiß schon. Nee, nicht. Doch, was? Nichts für ungut. Okay, dann gehen wir wieder, oder? Ist genug für alle da. Okay, dann nix wie hier raus hier. Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Hi, Mr. Hawkeye. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau?
Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich hab schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Gut, machen wir. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch, red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makulache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jessie angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jessie glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Mir geht's gut, Mr. Hawkeye. Und dir? Hoffe auch. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jessie bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jessie gesprochen hat. Hallo, Neuromancer. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Ich habe das PS1-Spiel von Final Fantasy VII irgendwann mal nachgeholt. Das ist aber schon einige Jahre her und ich habe es nicht sehr weit gespielt, bis zur Hälfte ungefähr, weil das ist nicht so gut gealtert, wenn man es damals nicht gespielt hat. Also die alten Final Fantasies halt, die alte Final Fantasy-Formel, das ist schon nervig geworden mit den Zufallskämpfen und den ewig langen Rundenkämpfen und so weiter. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Vorgekommen. Das war aber nicht Jessie, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Äußerst seltsam. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Na dann. Jessie wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Aber ich glaube, da lag Loot, Leute. Ich glaube wirklich, da lag Loot, oder? Oder was nur? Es war nur eine Lampe. Hey, okay, passt schon. Wo willst du hin? Ist schon okay. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Nein, ich brauche nichts. Wir können anfangen. Ich bin bereit. Manchmal werden im Verkaufsautomaten Gegenstände in begrenzter Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, deine Reserven aufzustocken. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Moment mal, 100% reduziert? Oder... Nee, die kosten jetzt 100. Oder? Aber wie viel kosten die dann normalerweise? Ich weiß es nicht. Ich kaufe einfach mal alle drei. Das kaufen wir auch. Auch wenn ich eigentlich genug habe, denke ich. Aber passt schon. Okay.
Aber die Schnäppchen nehmen wir mit. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Falls du was vergessen Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Ja, ich warte schon, seit ich die bekommen habe, dass ich sie endlich einsetzen kann. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Nee. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Haben mich die anderen beiden jetzt gerade 10 Minuten lang angestarrt, wie ich tagträume? Anscheinend. Attacke! Was ist mit dir? Was ist denn jetzt los? Muss ich auch da rein? Nein, ich stürme durchs Haupttor, oder? Attacke! Weit und breit niemand zu sehen. Nee, alle, die sagen, die sind nicht wie alle, sind schlimmer als alle. Haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! Wenn die doch nur zielen können. War's das? Stirb! Da oben sind Aufsehen hier! Shit, da sind noch mehr Eindringlinge! Brauchen Verstärkung! Erledigen wir sie! Hier! Schnell! Ehe sie uns umzingeln! Shit! Keine Chance! Es ist aus! Das war Verschwendung. Keine Chance. Oh, das war auch Verschwendung.
Habe ich gerade irgendwie... Ja, ich habe die... Okay. Ich habe versehentlich die Stellung verändert und habe es nicht gecheckt. Das hat mich sehr verwirrt. Launcher. Hi, das ist Railgun. Hallöchen. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Die sind so Advent, ey. Die sind so Advent. Ich erwarte die ganze Zeit, dass irgendwelche Aliens kommen. Und dass der Commander mit seinen XCOM-Truppen kommt und die alle wegschießt. Dass sogar die Elite Rhodes und sowas. Er ist schockiert. Jetzt wird er auch noch der Wutangriff. Oh, das war der falsche, aber voll gut. Ich muss da echt auf die Entfernungen achten. Ich dachte, dass der dann dahin rennt oder sich hin teleportiert oder hinspringt vielleicht sogar. Aber nö, tut er nicht. Danke. Machen? Kann ich den irgendwie abwehren? Keine Ahnung. Naja. Gut. Limit! Kreuzschlag! Gegen den mit der vollen Energie. Oh, der ist zu weit weg. Ja, dann hier. Los geht's. Oh yeah. Ich glaube, ich kann hier wirklich nichts machen, ne? Aber mein Limit Break ist immer noch, also mein Limit ist immer noch voll. Irgendwie. Cool. Ich weiß nicht warum, aber... Passt. Das war's dann. Ihr sollt doch nicht mich fressen! Nimm das! Mega Spezial Pizza Power! Yeah! Ah, da ist er. Ich habe ihn nicht gefunden. Der letzte. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal?
Das ist mal ein Ablenkungsmanöver, das wir hier machen, was ne? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Ob es da noch ein Ablenkungsmanöver braucht, wenn wir sowieso alle umbringen. Aber gut. Wenn du die Beschwörermateria ausgerüstet hast, das habe ich gemacht, erscheint beim Kampf gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü ein Esper beschwören. Das machen wir jetzt. Das wird cool, glaube ich. Das war schon immer cool in jedem Final Fantasy ever. Vor allem in 15, wo sie so richtig durchdrehen. Irgendwelche letzten Worte. Pass auf, dass du nicht auf die Mine trittst. Das war's dann. Jetzt gibt's Dresche. Okay, beschwören. Ifrit. Viel Spaß. Der ist aber klein, ne? Der ist aber klein geworden in Final Fantasy VII. Esper kämpfen an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig. Allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATB-Einheiten einer deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fähigkeiten zu befehlen. Wenn ein Esper im Kampf den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss seinen verheerenden Spezialfähigkeit angefallen. Macht, passt. Machen wir. Kamehameha! Oh, das war aber ein kleines Kamehameha. Ich will ihn ein bisschen kämpfen sehen, deswegen besiege ich den kleinen Walker jetzt nicht. Sehr aktiv ist er aber nicht. Ah, okay. Umzingeln! Oh-oh. Toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ja, da stehen sie, die Soldaten. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Na dann. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern... Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Du und ich im Bären stellen. Nimm das. Der Lochi. Und da habe ich jetzt kein Esper. Dann bist du anscheinend kein starker Gegner, Lochi. Tut mir leid, die Esper-Anzeige würde mir das verraten. Loser. Gern analysieren mal. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden, ganz genau.
Ein rebellischer Soldat dritten Ranges. Er liebt Motorräder, Geschwindigkeit und eine ordentliche Herausforderung. Seine Kameraden sind nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, da er sich ständig mit seinen Motorrad-Eskapaden mit hineinzieht. Naja, dann hauen wir ihn mal. Aber gut, dass wir drüber geredet haben. Zu nachlässig. Oh, alle Freund! Es ist vorbei! Ist es wirklich vorbei? Nein, aber jetzt. Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder! Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh, mein Freund. Oh Gott. Ist das bekloppt. Verdammt! Hör auf sein Schwert zu schießen und schieß dahin, wo sein Schwert nicht ist. Wie bei Captain America, auf die Beine zielen. Rückzug. Ja. Sein Motorrad sieht irgendwie aus wie ein Traktor, das stimmt. Wie so ein Traktor auf zwei Rädern. Wer sind wir? Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Wer seid ihr? Wer sind Los. Wir? Wer ist die geheimnisvolle Garnison? Gehören die zu uns? Anscheinend, aber ich meine, zu dieser Terrororganisation, Wedge, der wir angehören. Ich habe eher Angst, dass oder man dich entdeckt. Für die wir angeheuert wurden, eher. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ah ja, Avalanche, ist genau. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja.